Na, habt ihr euch schon schick gemacht für San Fierro? Ich auf jeden Fall. Willkommen zurück zu GTA San Andreas auf der PlayStation 3. Wir sind ja mittlerweile in San Fierro angekommen, beziehungsweise erstmal Angel Pine, aber San Fierro ist halt jetzt schon freigeschaltet. Es ist heute der 16.12. um 13.28 Uhr, also einen Tag später, seit meiner letzten Aufnahme. Und jetzt ist Samstag, ich habe massig Zeit zum Aufnehmen und ich werde auch viel aufnehmen. Und wir sind im Endeffekt gerade frisch angekommen in Angel Pine, aber ich habe jetzt schon die Sanitätermission gemacht. Hat sich einfach natürlich angeboten, ist hier an diesem Ort am leichtesten. Und wir fackeln nicht lange und machen hier direkt weiter mit der Story. Badlands. Beseitige den Zeugen, bring einen Beweis mit. Ja, let's go. Hier müsste irgendwo ein Motorrad normalerweise stehen, was jetzt hier gerade nicht steht. Wahrscheinlich, weil ich hier gerade neu geladen habe. Aber das ist doch nicht das Problem. Hallo? 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 So, let's go. Okay. Wir beseitigen den Zeugen. Wir haben die Kamera mit unendlicher Munition. Wenn das unendliche Munition ist, vielleicht ist das ja auch nur, keine Ahnung, 50.000 Fotos oder so. Ganz ehrlich, das schaue ich jetzt nicht nach. Du musst auf den Berg hinauf, um diesen Spitzel zu finden. Ja, ja, das kriege ich hin. Fahren wir hier lang. Nee. Okay, das ist jetzt nicht cool, aber wenn ich jetzt so schräg... Warte. Wenn ich so schräg fahre, müsste es gehen, ja. Nice. So, einmal schön den Berg hier erklimmen. Um 4.30 Uhr morgens, man hat ja sonst nichts zu tun. Ja, mal gucken, wie weit wir heute kommen. Also in der letzten Folge haben wir quasi San Fierro erreicht, auch wenn wir es noch nicht ganz erreicht haben. Dieses Mal erreichen wir es vielleicht wirklich, storytechnisch. Das müsste man dann halt dann mal sehen. Oh, ich fahre hier auch immer wieder falsch, ne? Aber es spielt keine Rolle. Er ist da drin, räuchere ihn aus. Hüte dich vor der Bundespolizei. Denk daran, er muss noch halbwegs heil sein, wenn du das Foto von ihm machst. Und ich habe schon wieder so einen bescheuerten Checkpoint. Ich hasse es. Das habe ich bei der Definitive Edition auch schon gehabt. Au. Aber ist ja alles in Ordnung. Ja, die haben mir auch alle Waffen abgenommen. Das ist wieder das Nervige daran jetzt. Also eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um sich ein paar Mal zu verhaften zu lassen. Aber... Hallo Bundespolizei. Hey. Ach Leute. Down. Da geht er down. Geht down, Mann. Der Verräter entkommt. Oh, ich hätte sein Auto kaputt machen müssen vorher. Beschaff dir ein Fahrzeug. Ja, ich hab doch hier eins. So. Stelle ihn und dann beseitige ihn. Jawohl. Ich bin ihm ganz dicht auf den Fersen. Mehr oder minder. Und muss seinen Staub gerade fressen. Das geht ja gar nicht. So. Junge, jetzt hier. Hallo? Interessante Kamerasicht. Junge! Und er stirbt jetzt dadurch, oder was? Er killt durch das... Nö, da rennt er. Und jetzt ist er ganz entspannt. Hä? Junge, was ist denn... Was stimmt mit dir nicht? Du bist in Gefahr. Checkst du die Lage nicht? Dum 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 dum. Okay. Ich mach mal ein Foto von dir, während du noch lebendig bist. Und jetzt. You gonna stay cool now. You should've ran away. Wir warten auf das Blut. Sonst sieht das nicht authentisch aus. Warten, 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 warten und jetzt... Perfekt. Bring die Kamera zum Übergabeort. Ja, das war eine interessante Art und Weise, wie ich ihn gekillt habe. Vor allem so, wie er mich geschoben hat. Das hatte ich auch noch nicht. Cool. Ja, jetzt müssen wir nur noch wieder zurück. Ach, du Scheiße! Hi. Na, alles fit? Ja, sag mal! Leute! Meine Presse nochmal zu.
Ach ja, wie schön. Ist das schön hier in Angel Pine. Hi. Oh, ich könnte mich eigentlich verhaften lassen, mal, ne? Nach der Mission. Ich meine, warum nicht? Ja, jetzt ist die Sanchez noch da, ne? Jetzt ist ja wahrscheinlich echt deswegen. Mission erfüllt. Die Frage ist, lasse ich mich jetzt verhaften? Ich hätte Bock. Verhafte mich. Oh nein, ich wurde verhaftet. Aber die Frage ist, wo komme ich jetzt raus? Wenn ich jetzt hier Angel Pine die ganze Zeit spawne, ist das voll geil. Caesar, it's me. Carl, you alright, Holmes? Your sister's been worried. I heard some shit went down. Yeah, Los Santos is dangerous right now. I'm out in the middle of, I don't know, Whetstone or whatever that is. I don't know Whetstone too well. I got some family out there, I think. But at least you ain't in jail, Holmes. Shit's fucked up with your brother, is it? You be careful and look after Kendall. Don't worry about me, man. You worry about the man who tries to fuck with my woman. I got some backup coming out to protect you. My cousin. Really intense, Holmes. Trust me. Meet them over at the diner in Dillymore in Red County. You won't miss them. Das kommt jetzt. Oh, Mann. Naja, da müssen wir auch durch. Aber ich könnte mich natürlich auch nochmal verhaften lassen. Weil hier ist halt eine ultra geile Möglichkeit. Ist halt nicht so weit jedes Mal. Ich habe eh keine Waffen gerade. Also besser kann es gerade eigentlich nicht laufen. Das Problem ist halt nur, dass hier kaum Cops unterwegs sind. Ja, steig aus. Das ist halt das Problem. Es gibt kaum Cops hier. Ansonsten wäre das hier ein geiler Ort, aber dadurch, dass du hier kein so großes Polizeirevier hast, hast du halt hier echt verschissen. Also bis du hier mal zwei Sterne hast oder einen und einen Kopf an der Backe hast, ist ja... Das funktioniert so nicht. Das bringt nichts, leider. Nee, komm. Ich nehme die Freeway und dann... Oh, noch ein Telefonat? Okay. Right. Hallo? Carl, it's me. Sweet, what's going on, man? And what the fuck you think is going on? I'm in the prison hospital, nigga. I know. You all right? Hell nah. You gotta do something, man. I'm trying, man. I just gotta make sure Kendall's safe first. All right, man. I gotta go. Don't worry, bruh. I ain't gonna leave you in there. Das kriegen wir schon geregelt, so wie wir das auch immer geregelt bekommen haben auf meinem Kanal. Aber jetzt müssen wir erstmal eine gute alte Bekannte treffen, die wir alle lieben. Schätzen und lieben. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, es kommt noch eine andere Mission vorher. King in Exile. Ich dachte, dass die würde jetzt kommen, aber die kommt dann wahrscheinlich erst später. Das ist ja einfach nur eine Cutscene. Okay, schaffe ich es da rüber oder sterbe ich jetzt? Junge, du musst doch mal was versuchen. Das war dumm. Oh Gott, nein. Okay, das war richtig dumm. Dachte, ich kann da mal einen richtig geilen epischen Sprung rüber machen. Ja. Jetzt kann ich ja eigentlich schon mal ein bisschen das Lungenvolumen trainieren, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Es muss ja 5% erreichen, um diese Mission zu machen später bei Woozy. Und ich habe eigentlich nicht so Bock drauf, diese Cutscene zu zeigen, die besondere, wenn man nicht genügend Lungenvolumen hat. Also das ist ja, spielt ja gar keine Rolle. Hallo? Hallo? Dein Boot. Also mal, pusht er mich wieder runter hier? Junge, willst du mich verarschen? Hallo? Ach, du hast Angst. Okay, dann danke für das Boot. Drift mit dem Boot. Ah. Aber das ist auch das schäbigste Boot, was ich hätte erwischen können. Ich will doch einfach nur hier wieder hoch. CJ hat doch echt kein leichtes Leben. Verliert seinen Bruder. Seine Hood. Und jetzt auch noch seine Würde, weil ich ihn hier so misshandle. Um 0 Uhr. Ja, wieder. Und Träger? Na. Ja, gut. Komm her! Ich bin ein echter Country Boy. Steig auf den Träger. Ich könnte einen anderen Träger damit abschleppen. Das machen wir mal. Hier. Halt. Halt.
So, let's go. Yeehaw! Das ist das echte Landleben, Leute. So stelle ich mir das doch vor. Weil ich muss hier, glaube ich... Ey, das Ding ist, ich sehe halt nicht. Das ist so unfassbar dunkel hier. Meine Fresse, ey. Ich sehe absolut gar nichts. Also wirklich jetzt. No joke, ich sehe fast gar nichts. Das ist echt heftig gerade. Aber wir ziehen das jetzt hier durch. Mein Kumpel und ich. War das jetzt eigentlich clever, hier so lang zu fahren, oder war es komplett dumm? Ich hätte wahrscheinlich einfach rechts bleiben müssen, ne? Wo ist denn jetzt Catalina? Oh, damn, ist das weit. Da brauche ich ein besseres Auto. Das funktioniert so nicht. Aber hier auf dem Land... Cabron, ja, danke für dein Auto. Ja komm, da fahren wir jetzt auch noch hin. Ich habe ja gesagt, ich will da nichts rausschneiden. So, das müssen wir auch so ein bisschen mitnehmen hier jetzt. Einfach so ein bisschen übers Land zu fahren, hier in der Dunkelheit. Es gehört irgendwie dazu. Ich könnte jetzt den Fahrtweg skippen, weil im Endeffekt passiert hier jetzt auch nichts. Oh. Ach, außer natürlich sowas. Oh, Taxi ist gut wegen Nitro. Komm, gib mir das Taxi. Das ist natürlich nice. Ich könnte natürlich auch... Oh. Warte mal, ich fahre jetzt einfach, glaube ich, mal hier ein bisschen... Ah, man muss einfach die Handbremse kurz drücken, dann hüpft man hier mit der Steuerung. Schaffen wir das ohne Nitro? Komm schon! Ah. Sehr gut. Hier ist so eine kleine Farm, da werden wir später auch nochmal Bekanntschaft mitmachen. Die Mission wird aber auch wieder ziemlich einfach sein, verglichen mit der Definitive Edition. Jetzt ist die Frage... Nicht hier! Nicht in dieser Gegend, bitte! Boah! Das darf nicht passieren, hier ist kein Auto weit und breit. Wenn ich hier das Auto verliere, dann bin ich so am Arsch hier, ne? Oh, dieser Hüpfer ist eigentlich komplett unnötig, aber das war jetzt wirklich mal gut. Also, oh, Nitro hat sich regeneriert, sehr gut. Willkommen zurück in der Zivilisation! Das ist schon ein bisschen wild, was ich hier gerade mache. Aber irgendwie auch cool, euch mal mitzunehmen hier auf diesen Wegen. Fällt jetzt... Nee, steigt wieder nur aus, okay. Kann man natürlich auch machen. Man kann es aber auch lassen. Meine, das Problem ist, hier sind nicht mal Leute, die ich umfahren kann und sowas. Sag mal, der hüpft halt jedes verdammte Mal. So, jetzt müssen wir aber auch mal gleich da sein. Kann dieser blöde Haken da links mal aufhören zu pulsieren? Die ganze Zeit? Ich werde das nicht drücken. Ich habe die Taxi-Mission schon abgeschlossen. Ich werde die nicht mehr machen hier in diesem Spiel. Warum sollte ich? Und ja, der Moment, auf den ihr alle gewartet habt, ist endlich gekommen. Ich werde mal wieder ein paar Leute überfahren. Nee, das auch, aber die Person, die wir jetzt hier treffen werden, ist hier, ja... Ihr kennt sie alle, ihr liebt sie alle. Bühne frei für Catalina. First date. Do you want some fetzer? Do you big string of Yankee feet? I sing fucking unis with more balls than you. What the fuck do you want? Nothing. I'm looking for a friend of mine's cousin. Come on, Mexican bitch. Guy. He ain't here. You? But Cesar said you was a real man. Crazy. Lady, I'm a God-fearing, peace-loving man of the people. Whatever, asshole. Let's go. Damn, relax, baby. Where's your car? Where's yours? Ladies don't grab themselves, that's what men are for. Oh my goodness, thanks Caesar. Appreciate this, homie.
Oh, you think you tough? So, what's your name? Where we going? My name is Catalina, and we're gonna take this county for every stinking cent. Okay, good plan, I guess. You're damn straight it's a good plan. I've cased 4 soft targets. A liquor store in Blueberry, a bank in Palomino Creek, a gas station in Dillimore, and a betting shop in Montgomery. Hold up, which one first? You're the driver, you dumb pig, you choose! Na gut, ich mach mal was ganz anderes. Ich fahr mal ganz weit weg, zuallererst. You pretty high strung, huh, lady? And what are you? Some laid-back gangbanger dude? I keep myself to myself, that's my style. Sister says you got a brother in jail. Another brother dead, a mother just killed, and you got a bad cop on your case. I ain't listening to you. You think that is keeping yourself to yourself, eh, amigo? Real cool. You're just an idiot. And you're real charming, a proper lady. So, hier wären wir. Let's go. This place will be a walk in the park. Okay, let's just take it. Who are these cowboy assholes? Hang back a while, see what's what. We got the cash. Let's get out of here. Those maricon bastards have our money. That's my money. Please, stupid motherfucker! Carl, you drive, I'll shoot! Let's go! Yeehaw! Yeehaw! There's something in the distance, faster! Und gerade jetzt habe ich keine Waffe. Das ist fantastisch. Killin! Killin doch! Komm, Catalina, ich glaub an dich. Du kannst das schaffen. Kill ihn doch. Da ist er doch. Greif ihn an. Ich hab, glaube ich, schon die Tasche eingesammelt von dem. Ja, was ist mit dem Kerl jetzt los? Ist jetzt ernsthaft darüber Are you serious? Was ist hier los? Der kann doch nicht einfach jetzt... Ich versuche mein Bestes, Catalina. Es ist nicht einfach. Ich habe keine eigene Waffe. Das ist das Problem. Ich kann nicht mitballern. Und du mit deinem Stormtrooper-Aiming, du kommst hier nicht weit. Das ist... da sind sie wieder vereint. Meerjungfrau, Mann und Blaubarschbube wieder vereint. Und jetzt kommt gleich der epische Sprung, auf den wir alle warten. Oder kommt der überhaupt? Also sie greifen ja auf jeden Fall ordentlich... So, wieder die Tasche eingesammelt, das ist perfekt. So ist es doch richtig. So, bam. Ich glaube, so smooth habe ich diese Mission noch nie geschafft. Ohne Scheiß, das lief ja wirklich perfekt. Das lief perfekt. You're a fucking psycho! All you little men are scared of strong women. If we're passionate, you say we're crazy. If we're upset, you say we're hysterical. We sleep with men, we're sluts. If we don't put out, we're frigid bitches. Who you calling little mean? You went berserk back there. That was just another day in the office! You can't stand the heat, go put your tiny balls in the freezer. Tiny balls? Now just wait a minute. Enough! Just shut up and drive. I'm counting the fucking money. Jetzt hier hoch. Ja, hätten wir das schon mal geschafft. That was fun, homeboy. You wanna play again tomorrow? Here, this is your cut. Lady, I gotta take it easy. Like you said, I got some other shit going on. Whatever, baby. If I play too rough, you do whatever makes you feel safe. Maricon, see you around. Thanks and everything, bitch. But you crazy. If you was the last bitch on earth, I'd start going out with an animal. You're too fucking loco, señorita. Ach ja, das war die erste Mission, First Date.
Local Liquor Store. Man hätte ja auch was anderes nehmen können, aber ja. Und das müsste ja eigentlich dann Catalina sein. Yeah. Carl. Who is this? You know me. This is the truth. No, I don't. Perfection. They said you were a moron. Who? Okay, you can drop the act now, kid. You the police? No, we have a mutual friend and business partner. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? Aw, man, Tenpenny. I should have known. That asshole. So I've got a room at a motel in Angel Pine. Make sure nobody follows you. Das könnten wir natürlich machen, aber ich würde eigentlich auch viel lieber bei Catalina erstmal weitermachen. Aber ja, sie müsste eigentlich jetzt noch anrufen oder sowas irgendwie. Ah, wir könnten natürlich auch dahin, aber es ist weit, ne? Und wenn ich jetzt hier runterfahre, wird sie wahrscheinlich anrufen. Oder auch nicht. Gut, dann fahren wir zu The Truth. Boah, ich weiß nicht mehr, mir wurde in die Kommentare geschrieben, dass ich zwischen First Date und Gun Courting ein bisschen warten soll, weil dann wohl irgendwie noch ein Anruf kommt oder sowas. Ich weiß aber jetzt nicht mehr ganz genau, wie das jetzt genau war. Also, es ist halt nicht so wichtig mit den Dialogen. Das ist ja jetzt auch kein 100% Run. Dementsprechend macht das nichts, wenn hier und da mal nicht alles vollständig ist. Also ich werde es mal versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann ist es halt einfach so. Ist ja dann auch nicht so weiter wild. Aber wir fahren jetzt mal zu The Truth. Und ich würde echt gerne mal wieder Leute umfahren, aber es geht nicht. Hier sind keine Leute, die rumlaufen. Hier sind nur Autofahrer. Und jetzt reicht es mir endgültig. Well done. Brilliant drive. Oh no. Okay. Das ist noch okay. Catalina, willst du jetzt vielleicht anrufen? Nö. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war. Vielleicht ruft sie auch erst nach dieser Mission an. Und dann muss ich vielleicht noch ein bisschen länger warten und einfach nicht vorbeigucken bei ihr. Und dann wird sie vielleicht nervös und man kriegt noch einen weiteren Anruf. So kann ich mir das jetzt vorstellen. Ah, da habe ich jetzt ja gar keinen Bock drauf, da wieder die Schlangenlinien zu fahren. Kann man das nicht irgendwie umgehen oder sowas? Naja, ich habe ein gutes Auto, aber... Boah, ich könnte natürlich auch hier... Junge... Der sieht aus wie dieser eine Kopfgeldjäger. Wie heißt denn der nochmal? Vergesse das immer wieder. Dieser Kopfgeldjäger, dieser... Im TV. Wie heißt denn der nochmal? Ja, ich weiß es nicht mehr. Da war Carsten Stahl auch mal zu Gast in einer Sendung. Ich vergesse den Namen immer wieder, aber ich weiß, ja, ich denke, ihr wisst, wer gemeint ist. Wenn ich das jetzt schaffen würde, das wäre schon episch, aber ich glaube, das schafft das Bike nicht. Nee, das ist auch zu steil. Komm, ich will da irgendwie hoch jetzt. Wobei ich ja eigentlich schon... Das ist eigentlich schon richtig, also... So, jetzt hier. Uhuhu! Ich meine, das Motorrad ist eigentlich nicht so wirklich dafür geeignet, aber... Es geht gerade überraschenderweise eigentlich ganz gut. Jetzt bitte nicht da ins Wasser platschen. Hi. Was geht ab? Jo, hier radeln ist auch optimistisch. Bis du da mal da ankommst, wo du hin willst, dauert es wahrscheinlich. Und die Motorradskills steigen, das ist doch auch eine schöne Sache. Brauchen wir zwar nicht, aber schadet nicht. Komm mal, das musst du jetzt aber schaffen. Das ist ja nicht so. Ne, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja jetzt nicht so die große Kunst. Ja, ich hätte das auch rausschneiden können, aber nö, ganz ehrlich. Wir haben eine stündige Part, wir können genug schaffen in einer Stunde. Ich würde euch von Anfang bis Ende alles zeigen, wie es halt ist, das Spiel. Und das gehört irgendwie auch ein bisschen dazu. Wuhuhu. Oh, switch ich doch gerne mal auf eine Sanchez.
So, here we go again in Angel Pine. Wir waren ja echt lange weg. You get in, Motel. Body Harvest. Hello? Hello, somebody in there? In here. Check this shit out. What do we have here? Yo, Carl. What up, kid? Hey, what's happening? Oh, is this undercover training? Oh, no, you must be off duty. Yeah, yeah, whatever. Hush up, man. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest... weed. And you are going to deliver it for us. Hey, man, you losing it. You hallucinating this shit. What? Oh. Yo, Truth, come here, man. Welcome, friend. Sup? Carl here is gonna be paying you your money. What you talking about? Now, Carl, I got a real do-gooder fucking with me, and I want you to take this evil green poison and drop it on him. It's gonna ruin that asshole's career. Ah, bullshit. Dudes, you want mushrooms? You lose? How about some DMT? No, not for me, man. I got a jet. Whew, shit. I'm fucked up. Yo, Carl, pay the man. Whoa, man. I never thought I'd see that. A fed out smoking me, huh? What are you, dude? FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator. Friend, you give off a positive energy. How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get down with that. But how do I know I can trust you then? What, I'm working for you now? I'm a man of peace. But some squares across that ridge are not respecting my peace. I mean survivalist maniacs, right-wingers, fascists. They have a harvester and I need one. Get it, then you can pay me. Namaste, Carl. The fuck that mean? Later, freak. Later, freak. Mach dich los zu der Farm, wo der Mähdrescher steht. Ja, let's go. Wo ist mein... Ach, da. So. Ich habe mich bei der Szene immer gefragt, wieso hat Carl nicht einfach da Tenpenny erledigt? Er war gerade wirklich komplett high, er hätte nicht so schnell reagieren können, wenn er eine Waffe auf ihn gerichtet hätte. Und dann wäre es einfach schon vorbei gewesen. Also natürlich, wer weiß, was dann mit Sweet passiert wäre. So ein bisschen sind ihm hier jetzt natürlich auch die Hände gebunden, was soll er machen? Aber wenn es nur darum gegangen wäre, ihn zu erledigen, dann hätte er das jetzt einfach machen müssen. Aber was wäre denn aus Sweet geworden, so? Es ist klar. Nee. Bin ich da wieder... Kann ich nicht einfach hier so fahren? Wahrscheinlich werde ich das jetzt bereuen, dass ich hier lang fahre. Wobei, hier kann ich eigentlich auch hoch, so. Da brauche ich nicht diese Schlangenlinien fahren. Ich muss nur gucken, dass ich hier irgendwie hochkomme. Aber guck doch mal da. Das ist doch ein super... Da kommt man doch super hoch. Guck mal, hier ist sogar ein Weg. Ein ganz normaler Weg. Und dann kann man doch super hier hoch. Und schon ist man auf der richtigen Ebene. Ja, ich weiß noch nicht ganz, wie ich die aufmischen soll, die Leute. Ich habe keine Waffen. Aber es ist nicht die Definitive Edition. Der Mähdrescher befindet sich auf dem Feld an der Rückseite der Farm. Dort arbeiten einige Gruppen von Kriegsparanoikern. Die reagieren nicht auf Fremde oder was auch immer, keine Ahnung, da stand. Begib dich auf die Farm und klaue den Mähdrescher. Ne, da stand wahrscheinlich die, das will ich jetzt irgendwie schon wissen. Nee, Info. Dort arbeiten einige Gruppen von Kriegsparanoikern. Die reagieren nicht freundlich auf Fremde. So.
reagieren nicht auf Fremde wäre irgendwie geil gewesen. Hätte ich ja gar keine Angst haben müssen. Farm, boi, boi, boi. Kannst du bitte mal runter? Ich will deine Waffe. Hallo, kannst du mal von meinem... So, jetzt reicht's mir. Das ist geil. Oh, das Gewehr. Und hier hat man so Ego-Sicht. Das ist ja interessant. In der PC-Version hat man einfach nur hier so ein... Ich glaube, in der Definitive Edition war das ja auch nicht in der Ego-Sicht. Beat him down. It's all he's good for. Ha! Headshot. Au! Aua! Das ist nicht, bitte nicht so ruppig. Hi. Willst du mich jetzt nochmal plattfahren? Also wirklich, dann... Für so eine kopflose Aktion, ne? Hast du gar nichts anderes verdient. Dann gibt's hier nur Schaufeln. So. Wow. Ein Mower. Mower, wuhu! Ich weiß zwar nicht, was der hier soll. Ich meine, gut, man mäht wahrscheinlich einen Rasen, damit ist wahrscheinlich besser als mit einem normalen Rasenmäher, aber. Ja. Hey, who is this guy? Don't know, but it looks kinda shifted. Roll him in some pig shit. Emma. Hey. Holy. Hit me. Alter, was ist hier? Hallo. Alter. Ich bin fast tot. Das ist Wahnsinn, wirklich. Ich hab... Was? Ich hätte ja auch alle umfahren können, aber... Ich hab einfach Bock hier auf ein bisschen Gewehr-Action. Wo seid ihr? Alter, da ist er. Da ist sie. Alter, noch ein so ein Hit. Also mal... Damn, boy! Heilige Scheiße, Mann. Und ich fange wahrscheinlich wieder bei dem... Ach, ja, wahrscheinlich wieder da an. Oder bei der Farm. Bitte bei der Farm, komm. Dann fahre ich dir jetzt einfach über. Komm, ich wollte ein bisschen Gewehr-Action. War keine gute Idee. Lassen wir das einfach. Alter, die haben so gut getroffen. Wirklich. Ach, ein Glück. Aber das Gewehr nehme ich natürlich trotzdem gerne mit. Ganz ehrlich, ich fahre euch einfach alle über. Ist mir scheißegal. Lassen wir das mit dem Gewehr. Das war nur eine Idee. Komm, ich ignoriere euch einfach. Boah, ich will euch mitnehmen. Bam. Bam. Ey, was haben die gerade so gut getroffen? Bin ich hier im falschen Film? Das ist nicht die Definitive Edition. Get down. Roll him in some big shit. Ah, ja, die Fresse. Bang. Alter, das ist nicht normal, wie die treffen. Oh, ich will das Gewehr. Ist gleich weg. Nein! Hör auf zu schießen! 28 Schuss schon. Down. Du auch noch? Ja. Bam. So, jetzt reicht's aber. Jetzt mache ich Gewehr-Action hier. Mm. So, jetzt aber schnell dahin. Lauf! So, 44 Schuss, das müsste reichen, aber ich will fahr weiter mit dem Bike. Das ist ja gefährlich hier. Die sind ja wahnsinnig, die Leute. Auf zum Mähdrescher. Ich will, dass das hier nicht noch irgendwie noch brenzlig wird. Da habe ich echt keinen Bock zu. Hallo? Hi. So, jetzt aber. Muni. Okay, die steht da einfach nur rum mit ihrer Schaufel. Ich meine, das kann man natürlich machen. Man kann es natürlich auch lassen, aber ja. So, warte mal. Ah, das ist aber auch diese Sicht. Aber man kann, oh, man kann sogar mit dem linken Stick hier aimen. In der Ego-Sicht. Das wusste ich nicht. Oh, hätte der jetzt getroffen. Meine Fresse, wäre das geil gewesen. Warte, jetzt hier. Ich will so einen richtig geilen Aimer haben. So richtig... He's a combine rustler! That son of a bitch stealing Betsy!
So, jetzt spawnen da glaube ich noch mal ein paar mehr, aber ist egal. Wir haben den Mähdrescher. Nice! Bring den Mähdrescher to the truth. Und jetzt einmal muss ich es machen. Nochmal. Einmal muss ich es zeigen. Das haben wir ja fast gar nicht gesehen da. Das ist so eine coole Aktion. Fahre ich jetzt einfach da durch oder lasse ich es? Ich meine, die treffen ja nicht so gut, aber... ja doch, ich fahre ganz normal. Jetzt hat man es ein bisschen besser gesehen, finde ich. So Leute, und das ist ja auch wichtig, weil es ja auch... Wir brauchen ja die Kills. Wir brauchen die Kills. Könnt ihr mal aufhören? Das Ding fängt gleich an zu brennen. Aus dem Weg! Oder auch nicht. Tschüss. Ich habe keinen Bock drauf, ne? Aber kann ich auch. Was guckst du? Hau ab. So, die Verfolgung ist beendet. CJ weiß nicht, wo er... CJ! Aber jetzt hör mal auf mit dem Theater hier, Junge. Mann, steig in den Mähdrescher ein. CJ! Ach so, es geht ja nur auf der Seite. Ich dachte, wir werden schon wieder verfolgt, aber das ist nur der Mähdrescher, der ein bisschen Geräusche macht. Alles gut. So, fahre ich jetzt hier so runter? Ja, komm. Wir müssen sowieso da runter. Oh nein. Oh, wild, wild, wild. Nee, ist in Ordnung. Passt. Ach ja, schön. Und jetzt hier. Buff. Ja gut, mit einem kleinen Fail, aber ging ja dann letztendlich auch klar. Man, you brought peace back to my valley. Thank you, friend. I'll call you when the whoop-de-doo is ready. Just make sure you get that cash. Whoop-de-doo! Hey! Carl, it's Caesar. What's up? Bad stinking shit, that's what's up, Holmes. What's wrong? Where's Kendall? Is she okay? She's with me. She's okay for now. The varios los aztecas... It's all over. There's a price on my head. Maybe Kendall's too. What happened? Trust, respect, honor. They don't mean jack in Los Santos now. My OGs, my S's, all dead or in hiding, eh? Get out of town. Head over to Angel Pine, rent you and Kendall a trailer, and I'll meet you there. Okay. Well, I just got some shit to take care of, and No, just get my sister out of town someplace safe. Don't shit with me on this one. I can't lose her, man. Sure thing, Holmes. We'll see you in Angel Pine. Mission erfüllt, nice. Und jetzt haben wir einen tollen BF Injection gestellt bekommen von Rockstar. Dann würde ich sagen, nehmen wir den noch auch. Und dann direkt mal geht's zurück nach Angel Pine. Also, das müsste das letzte Mal sein, dass wir da hinfahren, storytechnisch. Finde ich aber auch gut von Caesar, dass er da jetzt wirklich eingelenkt hat und das eingesehen hat, dass er jetzt wirklich zurück muss, weil er eigentlich noch was anderes machen wollte, hat er ja gerade gesagt. Dass er jetzt aber doch auf CJ hört, so, weil... Ja, man müsste sich vorstellen, er verliert erst Brian, jetzt vielleicht Sweet, er weiß ja zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht, was wird eigentlich aus... Was wird aus ihm werden? Und dann auch noch Candle, das ist schon hart und hart ist auch, dass ich den jetzt hier versenkt habe, das ist wieder... Aber man muss aus Fails irgendwie immer irgendeinen Nutzen schlagen, deswegen trainieren wir hier doch gerade nochmal so ein bisschen das Lungenvolumen. Was im Moment halt irgendwie überhaupt noch gar nicht steigt. Wir brauchen 5% für später. 5%. 5 mickrige Prozentpunkte. Ich habe früher immer gedacht, so 30 oder so. Absoluter Schwachsinn. Schön hier. Mehr oder weniger. Und schon wieder so spät. Ich habe es aber jetzt auch echt langsam mit den Missionen immer zu später Uhrzeit. Also es ist ein richtig dunkler Part hier. Also ich war bis jetzt eigentlich immer der Meinung, dass es vielleicht sogar ein Ticken zu hell war, aber das, was ich jetzt, was
Da, wo wir auf dem Land unterwegs waren, so richtig in der Dunkelheit, das war ja richtig düster. Ach du Scheiße, war das düster. Das Problem ist jetzt hier nur, was ich jetzt hier habe, ich habe kein Auto. Und hier in der Einöde, ich meine, ich kann vielleicht auf so ein Ghost Car hoffen oder sowas, aber ansonsten, ich hätte das Auto nicht versenken dürfen, das war eine dumme Idee. Ich dachte, ich kann mal einen coolen Stunt bringen oder sowas. Ja, aber mit dem Boot zu fahren, das bringt ja auch nichts. Damit nähert man sich dem Ganzen ja auch nicht an, oder? Müsste mal gucken. Ja, so könnte man dann vom Strand aus dann da hochlaufen. Ach, egal, komm. Spazieren wir hier ein bisschen durch den Wald. Wir können jetzt hier nicht rumjammern, ne? Wir müssen jetzt wirklich ganz schnell dahin, um uns zu versichern, dass es Sweet und Kennel gut geht. Es ist noch ein weiter Weg. Ich habe aber noch weit entfernt von der maximalen Kondition. Also mal guck, Kondition. Das ist echt eine Challenge. Das hatte ich bisher in den Let's Plays noch nicht. Weil ich hatte immer die Einbrechermission frühzeitig gemacht und hatte dadurch immer die unendliche Kondition. Diesmal habe ich sie nicht. Und es geht mir jetzt schon gewaltig auf die Nerven. Aber ich werde das jetzt natürlich so durchziehen. Aber es nervt schon, dass man jetzt hier nicht dauerhaft sprinten kann. Und dann auch nur so kurz. Weil halt die Kondition nicht so hoch ist. Die ist ja nicht mal zur Hälfte gefüllt. Natürlich ist er jetzt schon wieder außer Atem. So, jetzt brauche ich nur noch eine Karre. Irgendeine. Hande! Ey, lass das Bike bitte. Hm. No way. No way. No way. No. Hey! What? Wie konnte ich da nicht angefahren werden, so richtig? Alter! Das ist GTA San Andreas. Bist du jetzt endlich mal tot? Ja. Nice. Ja, so ist das Landleben hier, Leute. Man muss halt mal so ein bisschen weit wegfahren, um mal irgendwo hinzukommen. So fühlen sich Leute, die auf dem Land leben. Oh, übelster Zweiradbonus gerade. Ich glaube, der zählt nicht, weil ich schleife. Wie lange geht das noch? Oh boy. Ich fahre gerade wie auf Schienen. Ich bin richtig in der Schiene. Guck mal. Ich bin richtig in der Schiene. Jo, was ist das? Mal gucken, wie lange ich das aufrechterhalten kann. Junge, das ist der längste Zweirad, den ich je gesehen habe. Junge, was ist das? Jetzt habe ich mich wieder ein bisschen weiter entfernt, aber das war es auf jeden Fall wert. Schade, dass das nicht gezählt hat als Zweiradbonus. Nochmal $40 mitgenommen. So, und endlich sind wir in Angel Pine. Ich würde sagen, wir können die Gunst der Stunde. Nee, will ich gerade eigentlich gar nicht, weil es gerade mal so schön hell ist. Nee, jetzt lassen wir mal. Hey, Carl. How you doing, sis? This ain't over, man. I did this to take care of my woman. But now I'm gonna head straight back home and I'm gonna cap me some fucking dope dealers. Hey, look, you going to the body over with that Big Willie bullshit and you gonna get shredded. And I ain't losing you over no macho bullshit. Hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. Your stinking grocery brother Smoke and those Strota pigs Tenpenny and Pulaski. Smoke, he's a pusher, man. No, no, not Smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no Yay. Come on, CJ, how you think he got that new house, huh? Just let that Grow for Life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Smoke sends a car out to San Fierro and the trunk comes back full of white. Shit!
I gotta keep my eye on the highway to San Fierro. Maybe I'll see something. Just lay low and I'll be back. Hello? Where'd you been, asshole? Why don't you call, eh? Well, I was just about to call you, but... Liar! You've been hanging out with those sticky putas! No. If you just let me... Silence! Get up here! We've got places to rob! Look, I'm in the middle of some shit, right? War das schon der Anruf, über den ich konnte ja jetzt gar nichts? Also, ich musste ja die Story weitermachen. War das jetzt dieser Anruf oder kommt da tatsächlich jetzt noch einer? Also, ich würde tatsächlich vielleicht jetzt auch noch ein paar Mal speichern, um das ein bisschen... Vielleicht kommt da ja wirklich nochmal ein Anruf, ich weiß es ja nicht. Ich würde es jetzt mal ausprobieren, ich habe keine Ahnung. Einfach mal so, das kostet ja nicht so viel Zeit. Ich wollte sowieso mal wieder speichern. Ah, jetzt kann ich nicht mehr... Okay, jetzt muss ich hier ein bisschen überschreiben, mehr Speicherstände kann ich nicht machen, ist aber auch okay. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass das Speichern dauert extrem lange hier in der Version. Was einfach der PS3 geschuldet ist. Das ist halt einfach logisch, aber es dauert trotzdem lange. Und irgendwie auch, ich weiß nicht. Ich finde, es sieht nicht so mega schlecht aus, aber ich finde, das ist jetzt auch kein normales PS3-Niveau. Also es hätten sie noch besser hinkriegen können, dass das jetzt hier so lange lädt. Für ein eigentliches PS2 bzw. Mobile-Game, weiß ich nicht. Hätte man wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen optimieren können, aber... Naja. So, ein Tag ist vergangen vielleicht. Ruft sie ja jetzt gleich an. Wenn nicht, dann ist es mir auch egal. Ich will ja nicht so lange warten, deswegen. Wenn da noch irgendwas kommen sollte, dann muss sie sich auf jeden Fall jetzt melden, sonst ist mir das egal. Aber jetzt müssen wir sowieso erstmal nochmal weit fahren. Aber das ist dann halt so. Ne? Dann kriegt man nochmal wieder ein Gefühl dafür, wie lange das eigentlich wirklich dauert, hier diese ganzen Wege hier zu fahren und so. Aber mit dem Motorrad ist das ja eigentlich relativ schnell gemacht. Da geht's auch nicht lang. Wenn dann darüber, ne? Ja. Das ist doch die Brücke, die am Anfang in der Definitive Edition gar nicht sichtbar war, oder? Ich habe die Definitive Edition halt am Anfang nicht gezockt. Das ist so ein bisschen... Habe ich halt nicht mitgenommen, das Ganze. Ich dachte mir halt damals so, ey, was soll ich das Spiel jetzt spielen, wenn das so eine Grütze ist? Aber jetzt so rückblickend betrachtet, wäre es vielleicht doch ganz witzig geworden, wenn ich das gemacht hätte. Einfach um sich über diese ganzen Bugs lustig zu machen. Das wäre eigentlich für den Content, wäre das eigentlich echt geil gewesen, glaube ich. Und generell, man fragt sich ja immer so im Nachhinein, was hätte sein können, wenn ich jetzt direkt im, wann war das, November 2021? Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wann die rauskamen. Also 2021, ja, irgendwie Ende des Jahres. War das November? War das Oktober? Man fragt sich im Nachhinein immer so, jo, was wäre passiert, wenn ich das direkt zu Release gedroppt hätte? Was hätte das für eine Wirkung gehabt? Auf den Kanal, etc. Hätte ich dann mehr Zuschauer noch bekommen oder wäre alles beim Alten geblieben? Ich weiß es halt nicht. Das sind so Dinge... Das ist, die mich einfach so ein bisschen interessieren, so darüber nachzudenken. Finde ich irgendwie spannend, so zu gucken. Ich weiß es nicht. Aber ich wollte damals einfach nicht eine unfertige Version spielen. Deswegen habe ich mich viel später entschieden, das dann Ganze dann zu kaufen. Aber vielleicht aus der Aufrufsicht und so... Aus dieser Sicht wäre es vielleicht cleverer gewesen, das direkt zu Release zu machen, aber da hatte ich halt echt keine Lust zu. Aber wenn du danach gehen würdest, wäre das auf jeden Fall wahrscheinlich das Clevere gewesen, auch wenn die Version verbuggt war. Weil es waren viel mehr Leute in dem Moment am Spielen der Trilogie. Ich habe da schon Impact gemerkt, dass ich eben die alten Versionen auf meinem Kanal hatte und... die Leute da scheinbar die ganzen Videos geguckt haben, die Guides etc., das hat ja auch schon einen Push gegeben. Da hatte ich ja auch schon die Auswirkung gemerkt damals. Aber man fragt sich halt schon so, was wäre gewesen, wenn ich wirklich auch die Definitive Edition als solches gespielt hätte. Aber das kann man natürlich jetzt nicht mehr herausfinden. Aber ich würde es gerne wissen irgendwie.
Einfach nur so aus Interesse. Aber ich kann es nicht mehr wissen. So, Catalina, wenn du jetzt noch irgendetwas hast, dann würde ich jetzt an deiner Stelle mal anrufen. Ich meine, ich habe mir jetzt schon ziemlich viel Zeit gelassen. Ich habe eigentlich auch keinen Bock, bei dem Wetter Mission zu machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Komm, wir skippen noch mal einen Tag, bis das Wetter wieder besser ist. Aber ich sag mal so, um nochmal zu dieser Thematik zu kommen, so Hype mitnehmen und so, natürlich kann man so ein Spiel direkt zu Release zocken. Und man denkt dann immer im ersten Moment, jo, das müssen ja automatisch mehr Zuschauer geben, weil es mehr Leute interessiert in dem Moment. Würde ich aber nicht so pauschalisieren. Also ich glaube, das kann man nicht so einfach sagen, weil ich glaube auch dann in 2025, wenn GTA 6 rauskommt, ich werde es definitiv direkt zu Release zocken. Aber die Frage ist dann, werden das dann wirklich mehr Leute bei mir sehen, weil im Endeffekt das Spiel wird, jeder Hans und Franz wird das Let's Playen direkt zu Beginn und streamen und etc. Und vielleicht haben die Videos dann sogar weniger Aufrufe, weil die Leute einfach erstens selber zocken wollen und zweitens das vielleicht auch bei anderen Leuten sehen. Deswegen, das kann man nicht so pauschalisieren. Aber hallo Catalina. First Base. Hey Catalina, baby! It's me, Carl Johnson! Hey, baby, I'm sorry. We got off on the wrong foot. I had a rough time, baby. You know, maybe I was a little harsh. Please forgive me. Come on, baby. Open up the door. Shit. Is she here? I don't see nothing. Come on, baby. Don't be mad. Baby, please. Baby, without you, there is no Carl Johnson. Damn, man. Shit. Now, where is this stupid bitch? Here, cabrón. Who's the bitch now, eh? Oh, baby, baby. I'm so sorry, baby. What was that? You so right. Please forgive me, baby. Just don't fucking shoot me, please. Do you think you're sorry? Huh? How are you going to prove you're sorry? Come on now, baby. Come on. I'm gonna play with you so rough, baby. Keep talking! Yeah, yeah. And I'll take you to rob banks and shit. Oh? And, you know, I'll let you kill anyone you want to kill. Mm-hmm. I'm gonna treat you right, baby. Shit. Just, come on. Just please don't shoot Carl, me. I think I love you. Shit, that's great. Cool. Yeah, fantastic. Shit, all that, you wanna go rob some shit, baby? Mm-hmm. Hey, what we got left? Are you stupid? Did you forget already? The gas station in Dillimore. You know, the bank in Palomino Creek. Or the betting shop in Montgomery. Okay, well this time we gonna do a real chill. No crazy psycho shit, baby. So. Das musste jetzt einfach sein. Steig ein, Catalina. Wir müssen los. Bloß, wo fahren wir jetzt hin? I feel like killing all the men I meet. Oh, baby. Don't worry. I make an exception for some of the men in my life. Now drive faster. Aber ich glaube, ich fahre jetzt mal ganz woanders hin. Also man könnte natürlich jetzt hier so... Weiß ich, hier bin ich sonst, glaube ich, immerhin, ne? Das ist natürlich naheliegend, aber wir können auch mal was anderes machen, einfach. Oh, Junge, oh, Junge. Okay, nice. Da sind wir. Nice. Oh, das ist die Bank. Oh gut, wir rauben die Bank aus. Small Town Bank. You're on crowd control, so don't take any shit. Yes'm, Miss Catalina, miss. Don't even think about doing anything, motherfucker.
Hand over every last dollar! Now, bitch! I'm going to empty the safe! Keep these idiots covered! Alright! You heard the lady! No heroic shit! Yes, he... Attention all units. Some psychos are robbing the bank at Palomino Creek. Shit! I just bought another donut. Don't criminals have any consideration? We can collect that bribe later. Might as well go and take a look. We know you're in there. The game's up. Come on out. Come out. Real peaceable like. Smash the ATMs and get as much cash as possible! Yo, give up! Stop. You're running. Surrounded! Quick! We haven't much time! You got a problem with me having this? Better take the back door! Follow me! Right. Ah, take cover! You want to get killed? I thought you might try the back way. We were waiting for you. You look like a dumb fool! Give up! You're surrounded! Okay. Merke, dass wir surrounded sind. Klappt aber gerade noch echt gut, muss ich sagen. Oh Junge, die Shotgun ist ja OP in diesem, in dieser Version. Was ist das denn? Hat er gerade gesagt, Welcome to San Andreas. Welcome to San Andreas, it's CJ from Grove Street. Ich werde es versuchen. Gerade so. Nice. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Nö. Guck mal hier. Woohoo. Oh yeah, baby! Oh Mist, den wollte ich eigentlich überfahren. Ja, natürlich. Kalinias von den Bullen umzingelt. Ja, klar. Okay, look, but we gotta talk about something. What? What do I have to say to you? You're a great girl and all, but you gotta calm down. I know some cold-blooded cats wouldn't act like you. Oh, you get given a lioness and you want a pussycat? Whip? No, I just want... Do you know why I act like this? No. I'm in love, Carl. A woman's heart is a tempestuous place and you will break my heart. Sometimes I want to kill us both. Please, don't do that. Just relax a little. Come on, Carl, move it! Ich bin doch schon dabei. Ich wollte euch doch nur ausreden lassen ein bisschen. So, bist du bereit für den Stunt deines Lebens, Kalinia? Oh mein Gott, Carl! Ich hoffe, es ist kein Problem, dass ich die 3-Sterne-Cops hier einfach mitnehme zu deinem Versteck. Ich denke nicht. See you soon, handsome. Next time we play really rough. Yeah, that's cool, but we can also play for some real money. I got some money to, well... It's a long story, but I need some serious paper fast. You come and see me again soon. We rob a real bank. Okay. Können wir gerne machen. So, jetzt bin ich fast schon im Marker gewesen. Das wollte ich ja. Ich will die Mission noch nicht starten. Ich glaube, hier nach dieser Mission, jetzt müsste eigentlich ein Anruf noch irgendwie dazwischen liegen oder so, wenn mir das wurde mir so in die Kommentare geschrieben. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Aber das können wir dann gerne beim nächsten Mal machen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wenn das der Fall ist, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Bis dann, macht's gut. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. In Los Santos, neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing, even police. Four deep in a green rag with gold feet. Last with the flag on a strap, that's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights. Get super cut, a big and buff, nice and straight.